Leute, heute ein What's in my car Video, ein Video, was ich zuvor noch nie auf YouTube gesehen habe. In meinem Auto spielt sich zum Teil mein ganzes Leben ab. Ich bin ständig damit unterwegs und ich bin darauf angewiesen. Es war von eurer Seite aus angefragt, ich habe sie in den Videokalender reingeschrieben und ich habe hier tausende Kommentare bekommen. Nach diesem Video werde ich noch zwei, drei neue Themen in den Videokalender reinschreiben und dann könnt ihr natürlich, wie immer, täglich dort entscheiden, was das nächste Video sein soll. Also schaut vorbei, ich verlinke den Videokalender in der Ecke und ich sage euch einfach viel Spaß beim Video. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Und noch als kleinen Disclaimer, ich mache das, weil es eure Anfrage gewesen ist, sonst würde ich niemals irgendwie ein Video in meinem Auto machen. Und ich finde es toll, ist ein Traumwagen für mich und ja, dafür habe ich gearbeitet. Deswegen viel Spaß am Video und lasst mich ja wissen, was euer Traumauto ist in den Kommentaren. Und macht mir Videoantworten, falls ihr ein Auto habt und so eine Art What's in my car Video machen wollt. Viel Spaß! So Leute, willkommen in meinem Auto. Ihr habt es jetzt gerade von außen gesehen und nein, das ist kein Werbefilm für Mercedes. Ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie mein Raumschiff hier drin aussieht und was sich alles hier so findet. Also ich habe mein Auto jetzt zuletzt vor 2 Wochen geputzt, deswegen, also von innen hier zumindest. Und ja, hier wird sich alles finden. Also falls es peinliche Dinge gibt, verzeiht, aber so ist es eben. Das hier ist mein Raumschiff. Das ist das, was ich jeden Tag eigentlich sehe, weil ich jeden Tag mit dem Auto unterwegs bin und ich benutze es, wie gesagt, immer. Ich nenne es das Herr-Tutorial-Mobil. Das hier hat den einzigen Grund, dass ich manchmal keine Zeit habe, wenn ich morgens aus dem Haus renne und Accessoires irgendwie nicht finde. Deswegen habe ich eigentlich immer meine Uhren auf meinem Automatikgetriebe. Was ich hier immer reinstecke, ist natürlich mein Geldbeutel, den muss man immer dabei haben. Und hier finden sich noch extra Kontaktlinsen, weil ich ja ein Brillenträger bin und sowas halt ja auf abendlichen Fahrten brauche, falls ich mal irgendwie weiter als 200 Kilometer fahren muss. Weiter geht's hier in der Mittelkonsole. Ich bin mal gespannt, was sich hier alles finden lässt. Also, wir machen das hier auf. Ich nenne das immer so die Naschecke für Freunde. Das ist hier ganz vorne in der Mittelkonsole. Kaugummis, Kaugummis, Kaugummis. So viele, dass sie mir alle rausfallen. Ich weiß nicht, also da freuen sich meine Freunde immer drüber, wenn sie ins Auto kommen und sich dann an Kaugummis satt essen können. Was ich auch immer dabei habe, ist ein Lippenpflegestift. Sieht hier eher aus wie ein Uhu-Kleber, aber nein, das ist so eine Art Vitaminkleber, ein Lippenpflegestift mit Vitamingeschmack. Wie schmecken Vitamine? Und sonstige andere Kaugummis, also ja, man will ja immer gut riechen. Was ich hier noch immer mit mir rumschleppe, ist eine kleine Flasche von einem meiner Lieblingsparfums, Gucci Guilty Intense. Hat mir meine Schwester geschenkt, ich finde es so cool, kann man überall mitnehmen. Das findet sich alles hier drin. Ich weiß, es ist ein komischer Inhalt für ein Auto, aber das ist der Inhalt von meinem Auto. Hier kommen wir weiter zur Mittelkonsole. Hier findet sich immer meine Handy-Dock-Station, mit der ich einfach immer Musik hören kann. Ein iPod vom Jahre, ich weiß gar nicht, wann wurden die produziert? 2000 oder so? Ich weiß nicht, aber es war mein erster iPod und hier gibt es alle alten Songs und ihr seht selbst, wie kaputt der hier aussieht. Aber egal, er funktioniert und ich liebe diesen iPod immer noch. Ihr werdet euch wundern, was ich hier noch alles drin habe. Und zwar habe ich hier drin eine Handcreme. Braucht man immer wieder. Frauen stehen auf gepflegte Hände. Also Männer, immer dafür sorgen, dass ihr gepflegte Hände habt. Dann habe ich hier noch so eine Art Ladestation für mein Handy, was auch immer sehr wichtig ist. Ein Deo. Okay, es ist kein Deo, es ist eher ein Roll-On. Wichtig, vor allem wenn ihr im Sommer unterwegs seid. Was habe ich noch alles? Stifte, immer wichtig. Und mein Lieblings-Lippenbalsam. Ich bin all about Lippenbalsen. Weil die richtig gut sind und besonders die von EOS, meine Lieblingsmarke, schmeckt nach Strawberry Sorbet, nach Erdbeersorbet. Hammer! Kommen wir jetzt zum nächsten Teil in meinem Auto. Meine kreative Ecke. Hier befindet sich alles Mögliche. Mein YouTube-Buch. Hier schreibe ich alle meine Gedanken, Videoideen, Einflüsse von eurer Seite, Inspirationen, eure Geschichten. Befindet sich alles hier drin. Auch zum Teil auch Fanpost und alles drum und dran. Was habe ich hier noch? Ja, hier mein Duftzerstäuber aus meinem letzten Video mit dem grünen Tee. Trage ich immer bei mir, weil, ja, ich weiß nicht, wichtig gegen Pickel und so weiter. Und natürlich auch immer wieder Snacks, weil, ja, die sind unentbehrlich, wenn man ständig mit dem Auto unterwegs ist. Was habe ich hier noch? Was leuchtet da? Okay, Leute, ich muss was gestehen. Ja, das ist eine Nintendo. Und ja, ich spiele Pokémon da drauf.
Ich weiß nicht, das Spiel macht mich extrem süchtig. Und seitdem ich das wieder spiele und seitdem ich Pokémon-Meister geworden bin, ja, ich weiß nicht, begleitet es mich eigentlich immer. Das spiele ich eigentlich, wenn ich im Stau bin, um meine Langeweile zu, ja, um die Runden zu bringen. Außer wenn ich twittere oder auf Instagram bin, wo ihr mir überall folgen könnt. Jetzt sind wir wieder draußen. Ich zeige euch jetzt mal den Inhalt meines Kofferraums. Oh Gott. Ich hoffe, das Video ist interessant für euch und ich langweile euch hier nicht zu Tode. So. Oh Gott. Kommen wir zum Inhalt meines Kofferraums. Ja. Ist ein bisschen verkrümelt. Liegt an den französischen Baguettes, die ich aus Frankreich gebracht habe. Was habe ich hier? Ein Einkauf. Ich habe mir Tassen gekauft. Für alle, die mich immer die ganze Zeit fragen, von wo hast du deine Tumblers und Tassen? Ich hole sie mir immer von Starbucks und nach Weihnachten sind sie immer extrem reduziert. Deswegen hole ich sie mir immer und ja, ich weiß nicht. Dann habe ich immer wieder mit dabei ein extra Stativ. Als YouTuber ist das natürlich unentbehrlich. Und ein Regenschirm von meiner Mutter. Ich habe nicht so einen Regenschirm in dieser Farbe. Was ich euch noch zeigen muss, ist auf jeden Fall, wartet, das muss ich jetzt mal nach hinten tun, mein Jackenspeicher. Und zwar habe ich halt extrem viele Jacken zu Hause und aus dem Grund transportiere ich eigentlich immer meine ganzen Jacken immer in meinem Kofferraum. Und ja, ich weiß nicht, seid ihr interessiert an so einer Art Jackenkollektionsvideo? Könnte ich echt mal drehen. Das ist jetzt meine braune Jacke aus dem letzten Video. Keine Ahnung, was habe ich hier noch alles. Mein Lieblingsmantel, den ich immer im Winter trage. Ugh. So, darf natürlich nicht hinfallen. Und noch zig andere Jacken, die man einfach, ich weiß nicht, manchmal ist es halt ganz cool, wenn man einfach schnell seinen Stil mit einer Jacke ändern kann. Und ansonsten, was habe ich hier noch alles? Ein Schal, eine Mütze, einen weiteren selbstgestrickten Schal, ein T-Shirt, was auch immer wichtig ist. Ja, ihr seht, ich habe mein halbes Leben drin, auch wenn es jetzt hier nicht bedarfsgerecht gefaltet ist. Und noch ein paar Getränke, die ich jetzt seit letztem Jahr hier drin habe, vor meinen Vorsätzen, dass ich ja, nichts mehr Süßes trinke, aber sowas kann ich mir halt, ich weiß nicht, sowas trinke ich halt, wenn ich irgendwie extrem unterwegs bin oder extrem unter Zeitdruck oder im Stress und so weiter und so fort. Wieso ich noch mein Auto als mein Leben bezeichne, ist, weil ich hier, übrigens, sie hat mir meine beste Freundin geschenkt, ich weiß jetzt nicht, ob sie mich verarschen wollte, mir die zu schenken. Sorry, dass ich das so sage, aber das sind White Strips, ich weiß nicht, ich könnte sie mal vielleicht testen, ich weiß jetzt nicht, ob das was großartig bei mir bringen würde. Oder ich teste sie einfach an Freunden und sage euch einfach, wie das ist. Hier habe ich noch, weiß nicht, Klamotten. Die sind aber gefaltet. Und ein Fanpostbrief mit Tee. Finde ich auch cool. Und noch weitere Briefe. Ich weiß nicht, manchmal bewahre ich Briefe immer bei mir, dass wenn ich mal irgendwie einen schlechten Tag habe und in mein Auto steige, wohin fahre, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, mal auf andere Gedanken komme und mir denke, Sammy, das, was du tust, hat seine Gründe und es ist auch richtig, was du tust und ich weiß nicht. Eure Geschichten inspirieren mich da immer wieder und deswegen, weiß nicht, habe ich immer welche Briefe dabei, die ich lese, wenn ich unterwegs bin, um einfach motiviert weiterzuarbeiten und weiterzumachen und Videos für euch zu drehen. So Leute, das war's mit meinem What's in my Car Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant für euch und ich hoffe, es war in irgendeiner Weise eine Motivation für euch, an eure Ziele zu glauben und einfach zu wissen, wenn ihr an euren Zielen arbeitet, ihr wirklich alles erreichen könnt. Für mich ist dieses Auto ein Traum. Ich nehme es nicht für selbstverständlich, es zu haben. Ich bin dankbar dafür. Aber ich habe auch Jahre dafür gearbeitet und ich bin einfach dankbar. Falls ihr vielleicht ein Video sehen wollt, welche Jobs man, ich meine, ich hab mit 16 und 17 schon gearbeitet gehabt, weil ich Ziele habe. Und falls ihr so eine Art Video haben wollt, wo ich euch ein paar Tipps gebe, wie man seinen ersten Job findet, um einfach sein Taschengeld zu verbessern oder auch ja, was man zu beachten hat, wenn man sein allererstes Auto holt, gebt dem Video einen Daumen hoch, damit ich weiß, wie, von welchem Interesse solche Themen für euch sind. Und schaut in meinem Videokalender vorbei, um das nächste Video zu entscheiden. Es gibt nämlich wieder ein paar neue Videothemen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Und folgt mir auf Twitter und Facebook für mehr Informationen. Da wisst ihr, wann immer ich gerade unterwegs bin mit meinem Auto. Und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, Sammy Laters. Bye.